Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ja, nochmal Expanse. Sind wir in der nächsten Zeit noch. Noch so einige Zeit, denke ich mal. Ja, immer noch gucken, dass wir diverse Einträge für unser Codex zusammenkriegen. Uns fehlt hier noch einiges. Wir müssen so auch mal die erste Geo- und Biosignale anschauen. Und ich habe mal eine kleine Routenplanung vorgenommen. Und zwar, also ich habe hier jetzt in der Nähe nichts Wesentliches gefunden. Irgendwie, ich habe ewig über die Karte gescrollt, mir sind keine Überriese ins Auge gefallen. Aber mir ist was anderes ins Auge gefallen. Das zeige ich euch gerade mal. Und zwar, die Route ist ein bisschen länger wie nach Sinn, und zwar da hin. Das ist kein spezifischer Stern. Ich habe nur gesehen, dass in dieser Region, ich bin einfach bis hier und da rumgefahren, in der Region habe ich gesehen, dass es auch Sterne relativ weit unten gibt. Also auf 2900 waren da noch diverse und so. Und ich habe auch, glaube ich, ein paar unter 3000 gesehen. Und das wollen wir ja auf der Expedition auch noch machen. Endlich mal unter 3000 oder halt über 3000, je nachdem. Und ich denke, also das ist einfach nur gerollt, ich habe nur grob geguckt. In dieser Region könnte man Glück haben. Der Stern allerdings noch nicht, der ist oben drüber. Also auch noch relativ tief, aber der ist noch nicht. Also da kommen schon noch locker mit Routeplanung hin und der ist. Wo werden der Sinn? 2,2 oder 2,400 Ebene. Also nichts Relevantes, aber in der Region ist ohne ein bisschen was los. Und ja, da will ich hin. Gucken wir einfach mal. Und was auf dem Weg dorthin ist, das sehen wir dann. Ja, ich habe das System von gestern noch fertig gescannt. Das einiges zusammenbekommen. Ich glaube 13 Millionen in einem System oder so. Das war schon nicht schlecht. Und hier haben wir auch schon die erste zwei Terraformierbare. Das geht hier wieder gut los. Noch einer. Also die A-Sterne, die meinen es momentan gut mit uns. Brauche Hilfe. NPC am Hintern, Antrieb ausgefallen. Ja, wir sind mal ein bisschen weit weg und mir hätte ich hier Knarre. Dem Raumschiff. So. War hier nicht noch ein zweiter Stern? Oder hat er da nichts? Der hat nichts. Ja, auch gut. Also 4, 5 und 6, die müssen wir scannen. Was bist du? Nichts, gibt's auch nichts. Gut. Vier, fünf, oh ja, das ist okay. Das ist okay. Die Lage gar nicht mehr so schlecht. Ansonsten habe ich an der Einstellung von der Route nichts geändert. Also man immer nur die, ich glaube, von B bis 100 zu F haben wir, glaube ich, nur aktiviert. Eventuell kann ich mal auf nochmal realistisch gehen. M-Sterne wollte ich halt sehr schon vermeiden. Wollte sie erstmal bei so, ja, wie hier halt A-Sterne, F-Sterne, damit wir ein paar Terraformierbare kriegen. Ein bisschen Geld. Mir kratze schon fast an der 250 Millionen. Das ist doch nicht schlecht. Ansonsten, ja. Ja, also ich habe absichtlich einen Kurs gewählt, der uns und so weiter hier in den Bereich, die in den Bereich bringt. So, vielleicht können wir auch mal gucken, welche Abstecher wir hier machen, je nachdem, was uns so einfällt. Aber hier dreimal uns erstmal rum, vielleicht auch ein bisschen mehr so, auf jeden Fall. Dort dann zurück.
Aber in den Dorsektor sind wir, denke ich, noch einige Zeit. Na, Tuluku. Ja, gut. Wir sind nicht so ganz nah an Tuluku. 17.039. Naja. Ansonsten, was war denn sonst noch? Nichts Wesentliches, denke ich. Und wie überlebst du dort so lang? Ewig große Schilde. Genau, gestern noch gemütliche Film geguckt. Und zwar 80er Billy Horror aus dem Hause Roger Corman. Wie hieß er? The Terror Within. Ja, war ganz klar von Alien inspiriert. Ohne viel Budget kommen halt. Heute so eine ähnliche Chestbuster-Szene wie bei Alien, halt nur ein bisschen billiger, aber auch gar nicht so schlecht gemacht, muss ich sagen. Ein schönes Gummianzugsmonster, das mag ich eh. Das ist eh sehr sympathisch. Und anfangs war er ein bisschen langweilig, ja, aber da muss ich doch sagen. Nehmen wir denn noch mit. Da muss ich doch sagen, die zweite Hälfte vom Film, die hat mich doch besser im Erhalt, als ich gedacht habe. Es war zwar jetzt nichts, was man nicht gesehen hat. Die Kulisse war so total minimal und aber ja, war ganz flott inszeniert und so. Ja, war so B-Horror. War ich doch überrascht, dass er, ja, dass ich so wenig Drang hatte, irgendwie jetzt auf Twitter was lese oder sonst was auf dem Tablet zu machen. Ich habe dann lieber den Film geguckt. Und das ist eigentlich doch auch schon Lob für so ein Billig-Horrorfilm, wenn er eben so dranhalten kann. Ja, das war so filmtechnisch. Und dann, ja, der Anhalter ist fertig gelesen. Hier steht unten noch fertig, die letzten paar Dinger. Und jetzt bin ich wirklich am Überlegen, soll ich die Serie weiterlesen? Das wird dann hier weitergehen mit das Restaurant am Ende des Universums. Das hat schon so ein richtig genialer Anfang. Mal gucken. Weil der dritte Teil ist ja auch nicht schlecht. Was ist denn das nochmal? Das Leben, das Universum und der ganze Rest, irgendwie sowas, keine Ahnung, irgendwie so um den Dreh. Der war auch noch ganz gut, allerdings weiß ich von dem nicht mehr viel. Das ist doch, wo er in der Höhle, wo der Arthur in der Höhle aufwacht, müsste er das in. Das, ist das der sogar mit dem Raumschiff, wie die Erde bevölkert worden ist? Keine Ahnung. Dann kommt auf jeden Fall noch, macht's gut und danke für den Fisch. Das habe ich eigentlich als nicht so gut in Erinnerung. Und dann gibt es noch einmal Rupert und zurück. Und das war ein bisschen seltsam. Also insgesamt bin ich richtig gut und witzig, aber so die erste ist nur mit der Beste und die zweite, glaube ich. Muss ich überlegen, vielleicht könnte ich die zweite doch noch lesen. Ansonsten hätte ich nur richtig Lust, Klassiker nur so hole. Und zwar wie heißt da Neuromancer von William Gibson, dieses ja nicht, also insbesondere Cyberpunk Uhrwerke, so ganz ganz berühmtes Buch, da hätte ich mal nicht schlecht Lust. Ich weiß gerade über das Gerät, das ist schon uralt, aber vielleicht kurz hier eine neue Frage. Keine Ahnung, muss ich mal gucken, weil da hätte ich eventuell Lust auf das nur so, oder? Wenn wäre nicht so, dass ich nicht auch genug ungelesene Bücher da hätte, aber. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe noch schon ewig lang nichts mehr gelesen. Das war jetzt gerade nur, wo ich jetzt schon mal direkt Lust oder Anhalt, das lese und vorher war ja, boah. Vorher, die letzten Jahre hab ich eigentlich, wenn überhaupt, nur im Sommer mal auf der Liege draußen in der Sonne gelesen. Und das war dann. Was hatte ich denn da gelesen? Achso, ich hatte eine kleine Lovecraft-Trilogie
Trip. Dann hat man so Sammlungen von Kurzgeschichten geholt, so Cthulhu-Sammlungen. Und da habe ich jetzt noch so ein paar um Lovecraft seine Werke, die müsste ich noch nur holen. Aber das ist halt immer wieder so. Ja, sind die Geschichten sind schon gut. Das heißt, ich habe dann immer so ein Problem. Wir könnten noch ein bisschen Gas geben. Wenn du halt was lest, das findest du geil, richtig gut, und dann besorgst du da mehr von dem. Und irgendwann verlierst du dann die Lust, weil es immer dasselbe ist. So, irgendwie, ich weiß nicht, ob das so gut rüberkommt, aber das hätte ich schon mal gehabt bei Harry Potter. Irgendwie die ersten paar Bücher ziemlich schnell durchgezogen und irgendwann habe ich dann komplett die Lust verloren, weil es war ja immer. Also, es war nicht immer dasselbe, die Geschichte sind immer anders da, aber. Es war halt dann zu wenig Abwechslung, da muss man da mal Pause machen. Genauso ist man es jetzt mit Lovecraft auch gegangen. Deshalb, eventuell, bevor ich das nochmal den Anhalter komplett durchzimmere, könnte ich mal eventuell mal gucken, ob ich den Neuromancer kriege. Das wäre nämlich echt nur witzig. Weil eigentlich, wenn man aber die Anhalter-Serie liest, diese vierbändige Trilogie in fünf Teile, so wird sie ja genannt, vom Douglas Adams selber, der leider lang nicht mehr lebt. Da gehört ja eigentlich auch noch Raumschiff Titanic dazu, vom Terry Gilliam. Oder? Terry Gilliam? Müsste ja eigentlich gewesen sein. Weil das ist eine witzige Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob man das wisst. Also, wenn er der Anhalter kennt, ich hoffe es nochmal. Im Anhalter, ich weiß nicht, in was war im Band, zweite, dritte oder so, wird mit einem Satz mal das Raumschiff Titanic erwähnt, das auf der Jungfernfahrt verschollen geht. Das ist nur ein Satz in dem Buch. Und das Buch Raumschiff Titanic ist halt die Geschichte von dem Raumschiff, das verloren geht. Das ist irgendwie total witzig. Es passt irgendwie komplett in die Geschichte drin, weil es genauso vollkommen abgedreht und lustig ist wie die Anhalter-Serie. Das ist schon cool. So. Noch Orner. Ach, der ist hier direkt neben dran. Wunderbar. Ja, mal schauen. Ach nee, stopp, ich hab doch noch. Stimmt, jetzt weiß ich, was ich lesen muss. Das leitet direkt hin. Mal. Ha. Hab's mal so ein Buch bestellt. So ein Hardcover-Band. Das ist eher so was Spezielles. Bin ja alter Amiga-Fan, hat er ja schon wahrscheinlich mitgekriegt. Und ich habe damals auch immer die ganze Demos richtig gerne angeguckt. Also keine Spiele-Demos, sondern auch so Demoszene von der ganzen Demo-Gruppe wie Silence, Red Sector und Scoopex, wie sie alle hieße. Das hat mich total fasziniert, was man mit so einem Gerät oder was man technisch rausholen kann. Und da waren jetzt irgendwie so ein paar Freaks, per Kickstarter wahrscheinlich, so ein Buch zusammengezimmert, wo sie viele, viele offene Demos vorstelle, bisschen was dazu schreibe. Und wo sie sogar Leute interviewt haben, die damals an den Dinger beteiligt waren. Und das finde ich total geil. Bin ich durch Zufall drauf gestoßen, weil mein Kollege hat mir den Link geschickt. Und da muss ich natürlich direkt bestellen. Ja, das Ding leid jetzt hier und ich glaube, das müsste ich da mal anfangen. Es sind wirklich schöne Bilder drin. Da fühlt man sich nochmal so richtig jung. Weil die Dinger, die gucke ich mal heute noch gerne an. Das ist einfach klasse. Der Sound, der gefällt mir eh. Das ist einwandfrei. Hab, da werde ich das eher schon mal nehmen, aber das ist halt was, du schmöger schon mal gerne drin, aber das ist nichts, was dir jetzt so am Stück durchliest, zumindest für mich nicht. Du schaust schon mal auf, blätterst mal durch, ach guck mal hier, geil und da, dann leidest du vielleicht mal ein bisschen da, dann holst du nochmal raus und ach guck mal hier. Also der Kopfüberblick, wo ich mal verschaffe, die erste paar Seiten lese. Ist halt in Englisch, aber ja, mein Gott, muss man halt durch. So kompliziert wird es nicht Sinn. So gut wie früher, das war da Buch näher dran. Hat man ja früher? Ne, okay, englische Bücher hatte ich eigentlich nie oft gelesen. Wo ich das Wörterbuch nur gebraucht habe, das war bei Planetfall, so Textadventure von Infocom. 600, das doch reicht sogar.
Da hätte ich es nur als Wörterbuch näher dran leihen. Aber ich habe das Spiel durchgespielt. Das war witzig. So, okay. Warte, bis es gescannt ist. Jupp, fertig. Nochmal ein A-Stern. So, also wenn man ein bisschen Glück hat, findet man hier was zum Landen. Das wäre sowas. Da muss ich nichts Großartiges zum Aufsammeln geben. Nur, dass man halt immer ja, die erste Geo-Signale scannen. Müssen wir ja auch. Elf. Ja, schauen wir mal. Bei unserem Glück wird nur 3 terraformierbar, aber. Würde ich natürlich auch nehmen, keine Frage. Ist doch klar. Das Ende-System haben sie jetzt schon wieder 6 Millionen gebrungen. Das ist hier schon mal nicht schlecht. Also geschätzt natürlich. Das war nicht landbar. So wahrscheinlich auch nicht. Ach, der ist terraformierbar. 7. Die 2 sind auch terraformierbar. meine Herren, nee. Jupp, der war 8 terraformierbar. Also die Region, die meint es echt gut mit uns. 4, 5, 6 und 7. Ne, nichts landbar, aber 4 bis 7. Okay, gut, das ist ein Doppelsystem. Also 4, 5 und 6 müsste man auf der Karte finden. 5, 6, 4. Ja, okay, gut. Was muss, das muss. Nehmen wir die Ends noch mit. Also ich denke, nur dem System, ja, nur dem System sind wir locker über die 250 Millionen. Cool. Und dann kamen die Targoiden aus dem Hyperraum und zerstörten mich mit einem Schuss. Na, nicht ganz, nicht ganz. Es sei denn, wir stoßen auf Raxler, die ganze Armee kommt. Aber ich glaube nicht, dass die in dem Sektor ist. Das sind. Ach, ich muss immer noch gucken. Wo denn überhaupt die Fleet Carrier in der Region sind? Eventuell machen wir ja Abstecher. Keine Ahnung, mal gucken. Erstmal schauen, wo die sind. Hab ein bisschen zu viel abgebremst. Ja, also der Dorf ist jetzt nicht terraformierbar, aber leider halt auf dem Weg. Nehmen wir halt mit. Ne, der ist ein bisschen. Der ist nicht zu hell. Dann nehmen wir lieber den nächste. Farbbilse mal. Hier, das ist gar nicht so weit entfernt. Ups, oh no. Ja, würde ich sagen, dann nehmen wir noch mit. Der Rest mache ich dann so. Das ist halt blöd, dass wir jetzt halt in der Folge nichts anderes gefunden haben, aber zumindest terraformierbare Planeten gibt es hier ziemlich viel. Das ja. Ist hier nicht lang her, du. Sind wir ewig rumgekrust und haben nichts gefunden. Am Anfang vom Stream, genau, stimmt, da sind wir ewig rumgesprungen und es gab hier gar nichts. Also nichts terraformierbar, also neuer dann High Life. Nicht schlecht.
Ja, sollte gucken wir mal. Komm mal, Schnauze ob. Was ist denn so los in der Galaxie? Nichts, wie man sieht. Wieder Karine. Nichts. Eieiei. Einsames Pukmakto, ob das Beagle Point ist? Wahrscheinlich. Kann ich gar nicht mehr so mit Gewissheit sagen. Ich glaube, ich habe was mal gepunktmarkt, aber. Das dauert ja noch, bis wir dorthin kommen. Na, irgendwann müssen wir doch mal hin, aber. Ich hätte ja schon ein paar andere Expeditionen vor. Oh Gott. Ja, es ist halt so groß und man will halt mal überall hin. Beagle Point ist ja auch schon so. Direkter Weg ist ja auch schon so. Trampelpfad. Quasi. Naja, mal schauen. So. Zack, dann scannen wir das Ding sehr schmutzig. Der ist auch wieder so. Eigentlich nur hell. Obwohl es ist von dem A-Stern halt. Macht sich halt auf dem Thumbnail ist jetzt so toll. So, ja, passt, aber wir brauchen halt noch was. Nimm mal das halt. Guckt, es ist überhaupt keine, fast keine Struktur drauf auf dem. Das ist ja der Hammer. Ja doch, so ein bisschen sieht man so, aber. Eieiei. Na gut, haben wir wenigstens einen Haufen terraformierbare Dinger gefunden und drei Stück scanne ich dort nur noch und. Oh, 250 Millionen haben wir jetzt auf der, im Speicher drin. Das ist sehr schön. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Naja, schön die Woche, weil der Rest von der Woche ist noch ziemlich groß. Also schön die Woche noch. Und bis morgen dann. Bye bye.